Hallo zusammen und willkommen zurück bei Mafia 3. Ja, wir sind hier mitten im Großstadtrevier von unserem guten alten Lincoln. Und der verliert hier gerade Texturen nach oder das Auto sieht hier gerade extrem scheiße aus. Ja, wir haben einen... Ich will da ständig auf die Karte mit. Wir haben hier einen neuen Auftrag. Wir haben hier einmal Donovan, arbeitet von diesem verlausten Hotel aus. Was haben wir hier? Die Stimme will alle Schwarzen befreien, angefangen mit dem Hollow. Und das ist auf jeden Fall unser nächster Auftrag. Prostitution, Dr. Horse. Und da soll man befreie die... Rede mit der Stimme. Befreie die zugedröhnten Mädchen. Rede mit Sheila. Sheila kommt über die Runden, indem er an der Garderobe arbeitet. Okay, machen wir das als allererstes. Das ist jetzt unser Auftrag. Steigen wir mal ein hier. Im Potomac. Sollele. Ihr seht da oben verbleibender Schaden, knapp 15.000 Dollar sollen wir an Schaden anrichten. Was ist das da denn für ein rotes Ding? Warte mal eben kurz. Verpiss dich, boah! Oh Gott! Okay. Du bist intelligenter, als du aussiehst. Unbefugtes Gebiet. Alter, was ist denn das hier? Müssen wir jetzt wirklich Verstecken spielen? Okay, da werde ich mich irgendwann mit anderen bis auseinandersetzen. Jetzt aber erst einmal machen wir uns auf den Weg in Richtung der Zielvorgabe, die hier vorne irgendwo sein soll. Oh. Ach, das wären Bullen. So. Hier sind wir wieder bei diesem Strip Club, den ich ja schon letzte Mal mir genauer angeguckt habe, beziehungsweise da einen ziemlichen Blick drauf geworfen habe. So, mal kurz schauen, was haben wir hier? Da mal voll, alles gut. Was ist das denn hier? Waffenhändler. Selbst der Kugelhagel wird Jackie dir noch etwas besorgen, was du brauchst. Aha, interessant. Okay, Waffen lassen wir noch stecken. Und wir sollen jetzt hier rein. Und mit der Dame an der Garderobe reden. Hallo, werte hey. Frau. Psst, hey, hallo. Was ist denn, werte Mr. Frau? Mr. Laveau hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Mörds Leute sind hier überall. Mach ich, danke. Okidoki, ey, ich soll da oben die Mädels holen. Was haben wir da? Kann ich das mitnehmen? Ich kann es mitnehmen. Coolio. Schon wieder. Daggery's Hollow. Jetzt muss ich da gucken. Sammlung. Da gibt's was Neues. Und zwar, das hatten wir ja schon. Das ist neu. Eine Indianerbraut. Oh, oh, oh. Was haben wir hier Feines? Schnabbeldi-dabbel. Naja, auf jeden Fall ganz nett. Ranzoomen können wir auch. Also, wer hier mal genauer einen Blick drauf werfen will, soll dies tun. Schon mal von einem Millionär gekitzelt worden, Baby? So, feindliches Gebiet der Prostitution. Komme ich hier hoch? Nein, komme ich nicht. Das ist natürlich jetzt erstmal suboptimal. Da komme ich auch nicht rein. Alter, da komme ich nirgendwo rein. Willst du mich verarschen? Ich muss gucken, wie ich da nach oben komme. Ja, das ist also die Strip-Bar hier. So sieht's hier aus. Okay, jetzt muss ich schauen, wie ich hier nach oben komme. Komme ich da rein? Nein. Wie komme ich denn hier nach oben? Da geht's raus auf den Parkplatz. Der hilft uns aber jetzt auch nicht viel weiter, glaube ich. Die Mauer wird uns auch nicht weiterhelfen. So, wenn man hier jetzt... Okay, da macht nicht viel Sinn. Also Eier hat er jedenfalls. Ich möchte mich gar nicht mit euch anlegen. Ist alles Fleisch gekostet, Baby? Okay, wenn wir hier reingehen, kommen wir da hoch.
Hier geht's komplett raus. Alter, wie komme ich denn da hoch? Hättest es ja einfach ausschalten können. Aber das ist mein gottverdammtes Radio. Nicht das von irgendeinem Geheimnis. Ey, das ist echt nicht einfach. Ich muss hier echt einen Weg finden. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht... Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. So. Erst nochmal raus da. Ja, super, wie komme ich denn jetzt da hin? Der Kleine ist hinüber. Oh, what the fuck? Scheiße, okay, bring dir's hinter uns. Alter. Geht mir aus dem Weg. Das war jetzt irgendwie nicht mein Plan. Tja, den haben wir jetzt zwar erledigt, aber irgendwie war das nicht mein Plan. Na, ganz toll. Wir haben $50 Schaden angerichtet, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Na, ganz toll. Also doch wieder die laute Tour. Ja. Ihr seht schon, dass mit dem Schleichen funktioniert das nicht ganz so gut, aber das lag jetzt auch daran, dass ich einfach nicht wusste, wo ich hin sollte. Jetzt mal ohne Witz. Bleibt hinter mir. Da geht's nur wieder raus. Oh, hier können wir ein bisschen Kohle mitnehmen. Gib mir her die Scheiße. Müssen noch ein bisschen mehr Schaden anrichten. Da liegt auch noch was rum. Nehmen wir doch gerne mit. Schaff den hier weg. Das Arschloch ist hier. Lauf, Arschloch. Wow. Wow, 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 wow. Über in seinen toten Winkel. Tun Sie mir nicht weh, bitte. Nein, habe ich nicht vor. Wow, kommt der mit der Schrott hier an. Adrenalin benutzen, gedrückt halten. Ja, gut. So, Adrenalinspritze eingespritzt und alles. Mein Job. Mein Traumjob. Aha, deinen Traumjob also. So, den hätten wir auch erledigt. Only way. Wir kommen hier nur raus, wenn wir Mädels zusammenhalten. Haltet durch, wir werden schon bald wieder zu Hause sein. So sieht's aus, Mädels. Nehme ich halt den Laden komplett auseinander. Gut, was haben wir hier Feines? Eine schutzsichere Weste. Ja, die habe ich doch immer ganz gerne. Irgendwo wird hier geschossen. Ich habe keine Ahnung von wo. Gehen wir nach oben. Da oben ist wieder Kohle. Die Kohle nehmen wir immer gerne mit. Wisst ihr ja? Da liegt sogar Kohle um Klo rum, ey. Was ist denn los? Scheiße, ich muss nachladen. Ja, selbst schuld, wenn jetzt auf mich schießt. Gut, hier ist alles cool. Hey, wir schießen hier die ganze Zeit. Ah, guck mal, da hätten wir auch hochgekonnt. Fuck, das habe ich nicht gesehen. Na gut, jetzt machen wir halt so weiter. Das ist halt unsere Story. Halt dumm gelaufen. Hey, wer schießt denn hier die ganze Zeit? So, den hätten wir beseitigt. Der Kleine ist hin. Hier, bitteschön. Friss das, du Penner. So. Irgendwo da hinten muss noch einer sein. Ach, da unten. Einmal in den Rücken geschossen. So. Jetzt können wir weitergehen. Ich kann ja gerade mal die Waffe wechseln. Klingt super. Gut, da komme ich auch nicht rein. Aber hier. So, was haben wir hier? Kann ich damit was anrichten? Kann ich nicht. So. Die Mädels sollen hier irgendwo extremst... Siehst du mein Gesicht? Wo ist denn
mein verdammtes Gesicht. Oh Gott, die wollten... Sobald du hier raus bist, geh zu Cassandra ins Pierced Heart. Sie hilft dir. Was geht, mein Kleines? Und sie hat was hinterlassen. Einen Brief, ja, das lesen wir jetzt gerade mal. Ich lasse mich von diesem Laden hier nicht fertig machen. Ein Tag noch, dem anderen. Aber ich habe keine Zweifel, dass ich meine Familie wiedersehen werde. Ja, habe ich auch keine Zweifel dran. So, dann haben wir hier noch ein Mädel. Die Waffe ist dafür da, damit ich dich beschützen kann, Mädel. So, und Katsching. Einmal durch hier. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Danke dir. Ja, dann geh auch, Mädel. Ich weiß, du bist zugedröhnt, aber selbst zugedröhnte Alte können laufen. Gut, hier gibt es sonst nichts mehr. Alles klar, gehen wir mal weiter. Und hier haben wir das nächste Mädel. Ich schick den Wichser in die Hand. Ich glaube, er hackt. Ja, das habe ich. Das ist richtig. Jeden Einzelnen. Verpiss dich von hier. Jetzt. Und auch hier gibt es eine Notiz. Sagt Charlie, es war eine gute Woche. Ronnie hat Zeug für etwa 5 Riesen verkauft. Jean hat etwa 7 Riesen reingebracht. Das sollte uns Richie vom Arsch halten. Wer ist Richie? Ah! Okay. Das war gerade ein bisschen überlappend. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Kohle rumliegen. Her damit. Schauen wir, ob wir hier noch ein bisschen mehr Schaden anrichten können. Gehen wir hier mal ein Stückchen weiter. Schauen wir uns den Laden mal hier an. Vorne liegt auch noch ein bisschen Kohle rum. Sehr gut. Hier kann man gut Kohle mitnehmen. In diesem feindlichen Laden. Mal gucken, was wir hier vorne noch haben. Oh. Hallo, mein Freund. Folge den Jungs auf ihrem Weg. Bring es zu Ende, du Stück Scheiße. Das hab ich vor, mein Freund. Wo bist du, du Penner? Zeig dich. Friss das, du Penner. Und er liegt eine ganze Menge Kohle. Tat's weh? So, 1500 Dollars eingesackt. Haben wir hier noch mehr, was wir mitnehmen können? Sieht gerade nicht so gut aus. Aber hier haben wir noch was. Da haben wir noch ein Bild von Vargas Gemälde. Der zappelt ja immer noch da unten rum. Schauen wir doch mal eben. Das Gemälde. Welches war denn das? Das hier war das, glaube ich. Sexy. Sexy Lady. Alter. Halt die Fresse. Selbst schuld, wer sich mit mir anlegt. Oh, da liegt auch noch was rum. Haben wir hier nicht noch mehr, was wir mitnehmen können irgendwo? Ich kann noch mal unten schauen, ob wir unten noch was haben. Hier oben war zumindest, glaube ich, nichts mehr. Aber ich kann mal auf die andere Seite. Was haben wir hier eigentlich? What haben wir da? Was ist das? Barker 390? Nein, ich glaube, war der Trench. Huh, hier geht's runter. Okay. Kann ich hier jetzt raus? Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich da einen Schalter drücken? Rein zufällig. Komisch. Eigentlich dachte ich, dass man hier vielleicht irgendwelche Schalter damit tätigen kann, um rauszukommen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Aber ich schaue mich noch ein bisschen um. Rund 4000 Dollar Schaden müsste ich noch machen. Moment, hier können wir auch gerade mal wieder aufladen. Die Looms, einmal bitte rein damit. Vielleicht schaffen wir die 4000 Dollar ja noch. Hä? Wo ist denn hier der Ausgang? Nicht doof? Ach, da hinten sind wir rumgekommen, genau. Und keine Sorge, wir werden die Folge auf jeden Fall noch ein bisschen länger machen. Also es wird nicht dabei bleiben hier. Da auch ein bisschen Kohle rumliegen. Ist jetzt zwar nicht gerade unendlich viel, aber immerhin etwas.
Hier war gar nichts mehr drin, ne? Da ist eigentlich Jornisch. Schade eigentlich. Und hier war auch nur eine Notiz. So. Da liegt noch ein bisschen Kohle. Zumindest sah es so aus. Ja, den Trench könnten wir noch mitnehmen, aber wir lassen jetzt die, die wir haben. Ja, schade, dass ich das nicht geschafft habe, im Ruhigen zu erledigen. Ärgert mich ein bisschen. Tja, mehr scheint hier nicht wirklich zu sein. Schade eigentlich. Keine Ahnung, ob ich mehr Schaden angerichtet hätte, wenn ich ruhig vorgegangen wäre. Würde mich ja mal interessieren. Naja, jetzt ist hier aber Ende. Viel Kohle sehe ich nicht mehr. $3.750. Hier vorne ist noch was, angeblich. Ah, da. Nehmen wir die noch eben mit. Da hinten ist noch was. Da können wir nochmal eben hin. Da waren wir noch nicht. Also wir waren da schon mal, aber wir haben es nicht mitgenommen zumindest. Wo ist denn das? Halt, was, wieso? Achso, das war die Notiz, genau. Hier, da. Natürlich auf dem Klo. Konnte ich das Klo vergessen. Und was ist eigentlich da hinten? Was geht denn das da hin? Ah, das ist, okay, das ist hier unten. Okay. Ich glaube, das war es dann aber weitestgehend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier noch so viel übersehen habe. Damit kann ich nichts anstellen. Ich wollte mal eben ganz kurz noch eine Kleinigkeit schauen, was das Vorgehen angeht. Und zwar hier vorne. Hätte ich da... Hier? Wäre ich nicht hochgekommen. Schade. Hätte ich ganz cool gefunden. So, gehen wir hier mal raus. Irgendwo da vorne ist so ein komisches Hufeisen. Keine Ahnung, was das ist. Da. Ah, Elektroteile. Okay, wir sollen mit Donovan reden. Das heißt, dorthin. Dann machen wir uns da... Oh, machen wir uns da mal auf hin. Auf geht's. Verlassen wir diesen Ort und reden erstmal mit Don... Ach, das war schon markiert, oder was? Ah, ich hasse es. So. Dann mal auf zu Donovan. Die Lums. Das war also der erste kleinere Überfall, sage ich jetzt mal. Also groß war es ja jetzt nicht. Und wir hätten es auch leise lösen können. Ich weiß zwar nicht genau wie. Irgendwie wäre es ganz bestimmt gegangen, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt erstmal zurück zu Donovan, mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Uah! Hoppala. Sind wir ein kleines bisschen rabiat rangegangen an die Sache. Okay, einmal eingeparkt, ausgestiegen. Und irgendwo, hier soll... Ach, nee, Quatsch, was mache ich denn da? Ich bin falsch gefahren, ich bin voll Idiot. Da vorne ist Donovan. Ah. Auf dem Weg. Können wir jetzt auch zu Fuß hinlaufen? Ich schau mal eben kurz, was passiert, wenn wir die da umlegen. Wir mögen's nicht, wenn jemand seine Nase in unsere annimmt. Echt? Ich mag eure Ansichten nicht. Gott, bitte komm und rette mich. Was denn? Hätte ich doch da... da. Ach, komm mit mich doch. Scheiße, bloß weg hier! Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber ich wollte es einfach mal testen. Aber scheinbar nichts Besonderes. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Oh, gehen wir mal hier unten durch, mal sehen, ob wir das können. Natürlich geht das. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Jetzt haben wir eine nasse Hose. Klingt jetzt auch irgendwie falsch. So, da sind wir gleich wieder bei Donovan. Verschwunden. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wer redet denn hier?
Ach, hier. So, Dannylein, dann erzähl mal, was hast du denn? Ja, bisher ähnelt das Ganze doch... Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mache dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich habe dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Lancaster, was, wer, wann, wie, wo? Kehre zur Stimme zurück. Ja, okay, das können wir auch noch tun. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben ein Funkgerät erhalten. Okay, ich geh erstmal hier raus. Wo ist denn hier der Ausgang? Diese Cassandra hat dich ganz schön angeschmiert, was? Verfluchte Irre. Alle miteinander. Ja, ist wohl wahr. So, da ist der Ausgang. Da hab ich ja gesucht. Okay, du kannst jetzt deine Verbündete um Hilfe von Donovans Funkgerät kontaktieren. Du brauchst auch nicht mehr zu warten, bis der Waffenhändler von selbst auftaucht. Du kannst ihn bei Bedarf herbeirufen. Du kannst ihn bei Bedarf herbeirufen, damit er dir Waffen und Ausrüstung bringt. So. Verbündete anrufen, gedrückt halten, dann wähle den Verbündeten, bla bla, und dann passiert schon was. Okay. Benutze das Funkgerät, um den Waffenhändler anzurufen. Verbündete anrufen, bla bla, und dann... Könnte ein bisschen Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wolfart. Alles klar, dann kommt er einfach mal hier vorbei. Was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Okidoki, also wir haben jetzt ein bisschen Kohle, aber jetzt nicht so viel. Ich wollte jetzt nur mal eben schauen. Pistolen, automatische Waffen. Die ist ausgerüstet. Alfredson. Nehmen einfach mal die Trench. So. Munition ist soweit voll. Da haben wir ein bisschen Kohle ausgegeben. Bin hier weg. So, der haut wieder ab. Und wir machen uns auf den Weg zur Stimme. Tradition sagen Ihnen nichts. Nein, alles angestaubte alte Konzepte. Gott genauso. Und das Land und die Freiheit bedeuten Ihnen auch nichts. Denn Sie sehen, was das alles kostet. Und fühlen sich überfordert. Aber wir heißen unsere Helden willkommen. Wir setzen ihnen ein schönes Essen vor und danken ihnen für alles, was sie für dieses Land getan haben. Übrigens, der alte Remy spendiert die ganze Feier. Ganz recht. Das Einzige, was unsere Gäste mitbringen müssen, ist Hunger. Wenn ihr also zuhört und einen Veteranen kennt, der gerade frisch zurück ist, dann schickt ihn runter in den Yachtclub in Frisco Fields. Samstagabend um 7. Wir werden die Jungs ordentlich verwöhnen. Okay. Irgendein Yachtclub. Interessant. Gibt es irgendeine Feier? Ist so einfach, allen Weißen mit einem großen Pinsel einen bösen Anstrich zu geben. Klar, es gibt ein paar verdammte Arschlöcher unter ihnen. Leute, die fast wie der Teufel selbst sind. Aber wir können es uns nicht erlauben, in einer Welt des gegenseitigen Hasses zu leben. Wir sind besser als das. Ja, auch gut. Wieder eine nette Unterhaltung. Und dann gehen wir erstmal hier zur Stimme. Hallo. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Du auch. Ich habe die Mädels befreit. Alter, das war die Hölle. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst... wird er im Club aufkreuzen. Alles klar. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Alles klar. Spüre Dixie-Patrouillen auf und erledige sie. Das sind wohl dann die Viecher, die wir da schon hier und da mal gesehen haben. Objectives. Du hast jetzt mehrere Ziele zur Auswahl. Wähle Einsatzziele über die Karte oder die Zielanzeige aus. Okay. Okay, wir haben jetzt mehrere Ziele. Wir haben... Was haben wir denn? Also das ist... das Hauptquartier von Cassandra.
Was haben wir hier? Dirty get a Rooster. Marley's Cousins Rooster macht es sich hinter der Hütte gemütlich und passt auf, dass keiner den Baumpalast kommt. Und was haben wir hier? Prostitution auch. Okay. Risiko. Belohnung. Ja, gut. Würde ich sagen, machen wir uns mal hier jetzt erstmal auf den Weg hin. Das ist direkt um die Ecke. Da müssen wir ja gar nicht weit. Nicht mal so eben aus heiterem Himmel. Verstehst du, was ich meine? Okay. Da kann ich jetzt, wie gesagt, zu Fuß hin. Hier vorne haben wir noch irgendwelche Elektroteile. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Nach wie vor natürlich ein großes Fragezeichen. Ich war wütender als eine Hornisse. Aber wenn du im Rückblick auf solche Scheißmomente schaust, fühlt es sich anders an. Lange Spuren. Ja, im guten alten Hinterhof des Ghettos. Naja gut, meine Freunde. An dieser Stelle würde ich sagen, mache ich ein Folgenpäuschen, bevor wir dann ans Töten gehen mal wieder. Das war doch mal eine schöne Aufräumaktion im Puff. Mal sehen, was das Ganze für uns am Ende bringt. Joa. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Mafia 3. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein!